Jan ahnt noch nichts von den Machenschaften seines Vaters, als seine Mutter endlich das Gespräch mit ihm sucht. Brigitte hat ein schlechtes Gewissen. Hallo Jan, kannst du das kurz mal weglegen? Warum? Ich würde gerne mal mit dir reden. Was gibt's? Ich weiß, die Frage kommt jetzt ziemlich spät. Ich würde gerne wissen, wie deine Verhandlung so lief. Gut. Kann der Richter Holt dir helfen? Zumindest sieht so aus, oder? Ich bin nicht im Knast. Ja, zum Glück. Richter Holt sagt, dass deine kriminelle Phase jetzt vorbei ist. Jan, ich weiß, ich war in letzter Zeit nicht wirklich für dich da. Das tut mir wahnsinnig leid. Passt schon. Nein, tut es eben nicht. Du bist mein einziges Kind. Ich hab dich sehr lieb und ich will immer wissen, wie es dir geht. Schon gut, Mom. Mich hat einfach in den letzten Monaten dieser ganze Stress mit Karos Family genervt. Mann, und dass sie nicht wollt, dass wir zusammen sind. Aber ich hab gar nichts gegen Caro. Du nicht, aber Papa. Mann, ich muss mir ständig anhören, dass ich die Finger von ihr lassen soll. Und du hast auch nie was anderes gesagt. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich mit deinem Vater immer einer Meinung bin. Ich finde auch, dass er mit den Ruprechts übertreibt. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Mann, ich habe einfach Schiss, dass es Caro zu viel wird und sie dann mit mir Schluss macht. Du magst sie sehr, oder? Ja, na zu. Du kannst immer zu mir kommen, okay? Und ich verspreche dir, dass ich ab jetzt immer für dich da sein werde. Papa, kannst du ihm bitte auch sagen, dass er endlich mit diesem ätzenden Streit aufhören soll? Ja, ich versuch's. Auf jeden Fall war es eine gute Idee, dass du Richter Holt um Hilfe gebeten hast. Und Richter Alexander Holt ist auch am nächsten Vormittag nicht untätig. Er will sich den Erpresser vorknöpfen. Ich wollte mich ja um diese Erpressungsgeschichte kümmern. Aber bevor ich die Polizei informiere, möchte ich mir ein Bild von diesem Thorsten Harder machen. Ich bin gerade auf dem Weg zu seinem Büro. Vielleicht gelingt's mir ja, dass die Erpressung zugibt und der Ruprecht ihr Geld zurückbezahlt. Guten Morgen. Kennt von Ihnen jemand einen Thorsten Harder? Das bin ich. Warum? Das würde ich ganz gern unter vier Augen mit ihm besprechen. Sagt Ihnen der Name Bernd Ruprecht etwas? Das ist ein Kollege von mir. Dann frage ich Sie jetzt mal ganz direkt, wieso sind Sie nicht zur Polizei gegangen, als Sie gesehen haben, dass Herr Ruprecht den Wagen Ihres Chefs beschädigt hat? Ich weiß nicht. Ich dachte einfach, wir klären das so. Aha. Und wie haben Sie das dann geklärt? Also wir... Weiß denn Ihr Chef inzwischen, wer seinen Wagen demoliert hat? Ich weiß nicht. Ah, dann könnten wir zwei doch einfach zu Ihrem Chef gehen und ihm sagen, dass Sie wissen, wer der Täter ist. Da würde er sich doch freuen, oder? Ach, oder vielleicht würde er sich ja wundern, wieso Sie erst jetzt damit herausrücken, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie das mit dem Herrn Ruprecht geklärt haben. Geklärt ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe ihn um Geld gebeten und habe ihm versprochen, niemandem etwas zu erzählen. Um Geld gebeten? Na ja, was soll ich sagen? Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit um Geld erpresst? Das war eine doofe Idee. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Sie haben sich strafbar gemacht. Und Sie müssen mit einer Anzeige rechnen, wenn Sie sich wegen Erpressung vor Gericht verantworten müssen. Was? Vielleicht überweisen Sie Ruprecht schon mal das Geld zurück. Das kann sich bei Gericht sehr positiv auswirken. Ich habe Ihnen hier schon mal die Bankdaten von Herrn Ruprecht aufgeschrieben. Schönen Tag noch. Als Jan am Mittag seine Freundin besucht, weiß er immer noch nicht, dass sein Vater im Badezimmer der 16-Jährigen eine Kamera installiert hat. Alles klar. Ja. Wollen wir ein bisschen rausgehen? Nee, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich wollte dir nur kurz was erzählen. Okay. Was gibt's denn? Also, du fandest doch so scheiße, dass ich den Holt mitgebracht habe. Aber Mann, da hat schon hinbekommen, dass meine Mutter mit mir mal so richtig redet. So richtig cool auch noch. Wow, das freut mich für dich. Schön. Wo musst du denn hin? Wie? Wo muss ich hin? Ja, du hast doch gesagt, dass du gar nicht so viel Zeit hast. Ja, um groß wegzugehen. Aber hey, Caro, wenn es dich nicht interessiert, kann ich auch wieder gehen. Nein. Nein, tut mir leid. Entschuldigung. Erzähl ruhig, es interessiert mich. Was war denn mit deiner Mutter? Schatz, was ist los?
gar nichts, aber mir ist gerade was ganz Wichtiges eingefallen. Ich habe was vergessen. Und du musst jetzt gehen. Tut mir ganz doll leid. Mir ist nur was ganz Wichtiges eingefallen. Du musst jetzt leider gehen. Nein, 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 mach das nicht. Richter Holt wollte gleich nach seiner Verhandlung mit Jan über die Kamera in Karos Bad sprechen und ihm die Situation schonend beibringen. Jetzt ist es dafür leider zu spät. Was ist es, ein Zeichen von Einsicht und Größe, dass Sie die Berufung im Fall Oxin zurückgenommen haben? Jan, was machst du denn hier? Sie können sich nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Jetzt mal ganz langsam, was ist los? Mein Vater ist ein Psycho. Mein Vater ist krank. Jetzt setz dich doch bitte erst mal. Also, was hat er gemacht? Mein Vater hat ernsthaft eine Kamera in Karos Bad aufgehängt. Wie krank ist das denn bitte? Jetzt beruhig dich bitte erstmal. Das Schlimmste ist, dass Caro davon wusste. Das ist doch pervers. Ich sehe das genauso wie du. Und deswegen habe ich deinem Vater gestern auch klar gemacht, dass er die Kamera sofort entfernen muss. Sie wussten davon? Jan. Jan, warte. Darf ich mich zu dir setzen? Fühlt sich für dich an, als hätte ich dich verraten, oder? Du, ich habe das doch auch erst gestern durch Zufall herausgefunden. Und ich wollte einfach erst noch mit Caro reden, bevor ich dich informiere. Verstehst du das? Sie hätten es mir trotzdem sagen müssen. Aber ich kenne dich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, dass dich genau so eine Information einfach überfordert. Du weißt ja selbst, was die letzten Male passiert ist, als du dich überfordert gefühlt hast, oder? Keine Sorge, ich werde schon keine Tankstelle ausrauben. Da bin ich ja beruhigt. Das zahle ich meinem Vater heim. Jan, mach keinen Ärger. Hm? Wenn du Dampf ablassen musst, dann mach das irgendwie anders. Dann triff dich mit Freunden, treib Sport. Aber bau bitte keinen Mist, okay? Ja. Mann, aber ich hasse meinen Vater trotzdem. Ein perverser Spanner ist das, mehr nicht. Mann, und ich verstehe einfach nicht, wieso Caro so einen Scheiß mitmacht. Sein Vater behauptet, dass sie sich hat filmen lassen, damit er ihren Eltern die Miete erlässt. Also, Caro wollte ihren Eltern helfen. Ja, aber das ist doch krank. Ja, da gebe ich dir recht, aber kann ich mich trotzdem darauf verlassen, dass du jetzt nicht zu Hause deinem Vater an die Gurgel gehst? Hm? Ich versuche. Sorry nochmal wegen ihm. Schon vergessen. Wieder zu Hause nimmt sich Jan den Laptop seines Vaters vor und macht eine schockierende Entdeckung. Denn alles ist noch viel schlimmer als befürchtet. Ach du Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Ja, ja. Alles in Ordnung? Spinnst du oder was? Ich bin nicht gefahren. Frag ihn doch. Der hat doch Caro heimlich im Bad gefilmt. Was? Jan, bitte nicht. Weiß Caro, dass du die Videos ins Netz stellst? Was redet ihr denn da? Papa filmt Caro heimlich im Bad und dafür müssen ihre Eltern keine Miete zahlen. Klaus, jetzt sag doch mal was. Das stimmt doch nicht, oder? Klaus! Das klingt jetzt alles so dramatisch. Moment. Du guckst dir die Freundin unseres Sohnes im Bad an und wir bleiben auf unserem Kredit sitzen, weil du ihren Eltern die Miete erlässt. Sag mal, spinnst du? Und dann stellt er die Videos doch noch ins Netz. Gut. Du verlässt jetzt auf der Stelle dieses Haus. Hast du verstanden? Mama, es tut mir leid, dass Papa so ein Arsch ist. Mann, Jan, mir tut es leid. Ich kann es nicht glauben. Mein Vater ist ein perverser Spanner. Wie krank. Was machst du denn da? Schauen, dass nicht noch mehr perverse Sachen hier drin sind. Jan! Jan, hör auf! Nichts! Ist er eigentlich? Ich muss Richter Holt anrufen. Holt?
Hallo, hier ist Jan. Herr Holt, die Videos von Caro im Bad, die sind jetzt online. Was? Jetzt kann jeder perverse Idiot meine Freundin im Bad beobachten. Könnten Sie die Seite sperren lassen? Ich werde die Polizei einschalten und ich kontaktiere den Plattformbetreiber. Und ich bitte ihn, Caros Videos zu entfernen. Das ist ja sicherlich eine öffentliche Seite. Schick mir noch den Link zu, bitte, dann kümmere ich mich darum. Okay, ich muss das jetzt Caro stecken, die wird ausrasten. Danke und tschüss. Tschüss. Ist das jetzt okay, wenn ich jetzt zu Caro rübergehe? Ja, klar. Caro schämt sich vor ihrem Freund in Grund und Boden, weil sie sich auf den zweifelhaften Deal mit seinem Vater eingelassen hat. Die 16-Jährige hofft, dass Jan sie deswegen jetzt nicht verlässt. Hallo. Jan, es tut mir so, so leid. Wirklich. Schon gut. Du musst mir glauben. Dein Vater hat mich nie nackt gesehen. Ich weiß genau, in welche Ecken vom Bad die Kamera gefilmt hat. Und ich habe immer darauf geachtet, dass er mich nur beim Schminken oder so beobachtet. Wirklich. Ich verstehe es trotzdem nicht. Mann, Jan, ich wollte doch bloß meinen Eltern helfen. Denen ist es so schlecht gegangen wegen dieser Erpressung. Und dann kam dein Vater mit der Kamera-Idee und... Was für eine Erpressung? Ach, meine Eltern werden von so einem blöden Typen aus Papas Firma erpresst. Was? Seit wann? Das würde ich dir gern mal in Ruhe erzählen. Jan, kannst du mir denn verzeihen? Ich bin eigentlich wegen was ganz anderem hier. Caro, die Videos von dir im Bad, die sind online. Was? Was? Mein Vater hat sie ins Netz gestellt. Oh Gott, das kann der doch nicht machen! Ich weiß auch nicht, wie es geht. Schatz, ich habe Richter Holt schon angerufen. Der will die Polizei einschalten. Jan, es tut mir alles so leid. Du kannst doch gar nichts dafür. Mein Vater ist hier der Arsch. Aber wieso hast du mir nie was erzählt? Ich hatte Angst, dass du dann mit mir Schluss machst. Nein, so ein Quatsch. Und wenn du das mit der Kamera gewusst hättest und dass dein Vater so ein Spanner ist, dass du dann wieder Mist baust. Oh nein, Schatz. Dass du dann ins Gefängnis kommst. Jan, ich will dich doch bloß nicht verlieren. Nur deshalb war ich auch nicht mit in deiner Gerichtsverhandlung. Ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch. Was hast du denn? Mann, Caro, ich brauche echt Zeit, um auf allem klarzukommen. Wirklich. Oh, Jan. Wie verzweifelt Caro wirklich ist, zeigt sich am späten Abend, als es plötzlich bei Jan und seiner Mutter Sturm klingelt. Ruprecht! Ist Caro bei euch? Nein, was ist denn passiert? Was ist denn los? Jetzt kommen Sie erst mal rein. Setzen Sie sich und erzählen Sie in Ruhe, was passiert ist. Caro ist weg. Was? Sie ist abgehauen. Sie hat nur einen Zettel dagelassen, auf dem steht, es tut mir leid, mein Handy ist aus. Gott, das ist alles meine Schuld. Das ist, weil ich ihr die Sache mit den Videos erzählt habe. Welche Videos denn? Egal, das erzähle ich Ihnen später. Ich muss jetzt Richter Holt anrufen. Holt? Hallo, Herr Holt, hier ist Jan Enzmann. Sorry, dass ich so spät anrufe, aber Caro ist weg. Was? Ist sie weggelaufen? Was ist passiert? Ich habe ihr die Sache mit den Videos erzählt, dass die online sind. Lass mal überlegen. Naja, nützt ja nicht. Ich komme sofort vorbei. Bis gleich. Dankeschön. In der Zwischenzeit ist auch Caros Vater rübergekommen. Alle machen sich größte Sorgen um die verschwundene 16-Jährige. Das ist Richter Holt. Caro meldet sich bestimmt. Danke. Abend zusammen. Gibt's denn schon was Neues? Jan hat mir erzählt, was Klaus gemacht hat. Das ist doch das Allerletzte. Caro ist erst 16. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich habe so Angst, dass sie sich irgendwas antut. Und das ist auch alles meine Schuld. Wie meinen Sie das? Ich habe doch das Angebot von Klaus angenommen, hier einzuziehen. Also wenn sie in Recht ist, dann ziehe ich jetzt mit Jan los und wir suchen Caro. Und Sie halten hier die Stellung. Klar. Danke.
Sie vielleicht, wo Ihr Mann ist? Nein. Meinen Sie, Caro ist bei ihm? Das denke ich eigentlich nicht. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo dein Vater sein könnte? Nee. Obwohl. Kommen Sie mal mit. Ja, was genau suchst du denn? Ist da ein Hinweis drin, wo wir Caro finden, oder? Nee, aber ich dachte, vielleicht ist Caro ja echt zu meinem Vater. Und vielleicht finden wir in dieser Kiste irgendetwas, was uns zu ihm führt. Dein Vater war mal mit Caros Mutter zusammen? Krass, davon weiß ich ja gar nichts. Interessant. Das könnte der Schlüssel zu dem ganzen Streit sein. Hearts are never broken, time's forever frozen still. Ich hab's. Eins der Fotos hat Jan auf eine Idee gebracht. Er glaubt zu wissen, wo Caro ist und auch, wo sich sein Vater aufhält. Gemeinsam mit Richter Holt macht er sich auf die Suche. Und hier sollen wir richtig sein? Als ich das Bild von meinem Vater gesehen habe vor der Schrebergartenhütte, da ist mir direkt dieser Park eingefallen, weil er direkt nebendran liegt. Aber die Logik muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Hier muss es irgendwo sein. Da vorne ist die Bank. Da haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Da ist Caro. Schatz. Mensch, Caro. Deine Familie macht sich Sorgen. Und wie geht's dir denn? Beschissen. Kommst du mit uns, hm? Ich kann nicht. Schatz, bitte. Ich verspreche dir, jetzt wird alles anders. Wie ganz am Anfang. Ja. Gehst du schon mal voraus? Okay. Ich kann mich doch nirgendwo mehr blicken lassen. Die halbe Welt kennt meine Videos aus dem Badezimmer und irgendwer hat sie sicher schon irgendwo gepostet. Caro, ich kann nachfühlen, dass es eine schreckliche Vorstellung für dich ist. Aber ich meine, die Videos sind ja nicht erst seit gestern im Netz und trotzdem hat noch keiner von deinen Bekannten sie gefunden. Ja, aber trotzdem, wenn die einmal im Internet sind, dann gehen die da doch auch nicht mehr raus. Ich habe aber schon den Betreiber der Plattform kontaktiert und gebeten, die Videos von der Seite zu nehmen. Wirklich? Ja. Aber du solltest dir dringend einen Anwalt nehmen. Ich kann dir da ein paar gute Adressen und Telefonnummern geben. Aber jetzt kommst du mit und ich rufe erstmal die Polizei an, denn ich möchte Jans Vater noch finden. Komm. Dankeschön. Die beiden Teenager warten so lange im Auto des Richters. Ich gehe jetzt zu der Hütte, in der ich Klaus Enzmann vermute. Das war der einzige Hinweis, den sein Sohn und ich gefunden haben. Eine Hütte in der Schwäbergartenanlage neben dem Weimannpark. Ich glaube, ich hatte recht. Herr Enzmann ist in der Hütte. Wenn Sie die nächsten 10 Minuten nichts von mir hören, dann schicken Sie bitte jemand los, okay? Ja, wiederhören. Machen Sie sich alles noch schlimmer. Jetzt lassen Sie mich doch mal in Ruhe. Ich habe nichts Strafbares getan. Glauben Sie doch selber nicht, lassen oder? Lassen Sie mich los. Macht überhaupt keinen Sinn, abzuhauen. Die Polizei ist schon unterwegs. Und es gibt ein paar Leute, die hätten gerne Erklärungen von Ihnen. Und die Polizei will auch noch mit Ihnen reden. Ab. Als Alexander Holt wenig später mit dem jungen Paar nach Hause kommt, ist es an der Zeit, dass endlich die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Los jetzt! Lassen Sie das. Die Polizei wird sich um Herrn Enzmann kümmern und der wird seine gerechte Strafe bekommen. Es tut mir so leid. Alles gut, Maus, jetzt bist du ja da. Tja, ja, ne? Dann haben wir wohl alles geklärt, oder? Nur, dass du dir sicher nicht so schlimm vorgestellt hast, oder? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann das alles echt nicht glauben. Vielen Dank, Herr Holt, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Ist das okay, wenn Caro und ich in mein Zimmer gehen? Natürlich. Herr Holt, ich wollte mich bei Ihnen nochmal bedanken, wirklich. Ich bin Ihnen mega dankbar. Schon gut. Mach's gut, ja. Ich wollte auch nochmal Danke sagen. Also nicht nur wegen der Internetseite, sondern auch wegen Jan. Schon in Ordnung. Eine Frage hätte ich noch an Sie, Frau Ruprecht.
Kann es sein, dass das der Auslöser des ganzen Ärgers ist? Sie waren mal mit Herrn Enzmann zusammen. Und aus irgendeinem Grund ist er bis heute so sauer auf Sie, dass er sich an Ihnen rächen wollte. Also das ist meine Vermutung. Wo haben Sie denn das Foto her? Sag mal, kannst du mir das vielleicht mal erklären? Mein Gott, das war kurz vor unserer Hochzeit. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe mich auf Klaus eingelassen. Du hast mich betrogen. Das hat mir doch überhaupt nichts bedeutet. Tja, Ihr Liebhaber hat das damals weit weniger gut weggesteckt. Ja, das tut mir so leid. Dann hat mein Mann Ihnen die Wohnung also nicht aus Freundschaft gegeben. Das denke ich auch nicht. Ich habe Klaus nach über 20 Jahren in der Stadt getroffen. Und ich habe ihm gesagt, dass wir so dringend eine Wohnung suchen. Und war ihm so dankbar, als er uns dann gleich die Doppelhaushälfte angeboten hat. Der wollte sie bei sich wohnen haben, um sie für damals büßen zu lassen. Deswegen der ganze Terror. Und das hat er sehr subtil gemacht. Einerseits die anscheinend erlassene Miete und dann der Streit ums Geld. Und die Krönung des Ganzen wäre wahrscheinlich irgendwann gewesen, dass sie auf Videos ihrer Tochter im Internet stoßen. Ich will dich nie wiedersehen. Wie konntest du uns das antun? Das tu doch nicht so. Dir ging's doch immer gut hier, oder? Kein Finger musstest du krümmen. Nur eine Aufgabe, unseren Sohn erziehen. Und selbst das hast du ja nicht auf die Reihe bekommen. Jan, das ist das einzig Gute, was du zustande gekriegt hast. Und jetzt hau ab! Da werden noch einige Gespräche zu führen sein, nach dem, was zwischen den Enzmanns und den Rupprechts ans Licht kam. Am einfachsten wird das zwischen Karl und Jan sein, denn die haben ja nun keine Geheimnisse mehr voneinander. Ich bin froh, dass ich Jan helfen konnte und dass Herr Enzmann aufgeflogen ist. Auch wenn Karl einverstanden war mit den Aufnahmen, so erwartet den Herrn Enzmann doch eine empfindliche Geldstrafe wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Denn damit, dass die Videos im Internet landen, war Karl natürlich nicht einverstanden. Thorsten Harder erwartet wegen der Erpressung sogar eine Bewährungsstrafe. Nachdem die Rupprechts ja jetzt nicht mehr erpressbar sind, werden sie zukünftig ihre Miete pünktlich bezahlen und müssen deshalb keine Räumungsklage mehr befürchten. Und ich bin auch zufrieden, denn schöner als Richter einen Prozess richtig zu entscheiden, ist es doch, ihn selbst abzuwenden.